Ich sag, hallo, ich sag, keiner da, schade eigentlich. Ja, grüße, mein Name ist Dorfer, Alfred aus Wien, Österreich. Ich wollte hier ansuchen um die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber es ist keiner da. Ich habe mir gedacht, ich mache das da, weil Braunschweig war ein bisschen kompliziert zu erreichen. Und ich glaube, gerade jetzt, wo Deutschland wieder den Zahn zulegt, wirtschaftlich, ist es vielleicht wieder ganz gut, dass Ihnen ein Österreicher sagt, wo es lang geht. Ne? Ja? Und ich glaube, das ist wichtig. Wir haben ja schon geholfen. Wir haben ja schon geholfen, bei der deutschen Einheit zum Beispiel. Das finde ich lustig. Ne? Man sagt ja normalerweise, wir Wiener hätten mehr Fantasie als die Deutschen. In dem Fall muss ich sagen, gratuliere. Sie feiern da am 3. Oktober etwas, was es de facto nicht gibt. Ne? Jetzt werden einige sagen, na gut, den Osterhasen gibt es auch nicht. Ne? Aber noch eher. Ja? Nein, nein. Wir haben schon mitgeholfen in Österreich, weil die deutsche Einheit, die deutsche Wiedervereinigung findet eigentlich in Österreich statt. Ostdeutsche Gastarbeiter bedienen auf Österreich Skihütten westdeutsche Urlauber. Mehr geht nicht. Und tragen ihre... Ja. Und ich habe mich natürlich, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, habe mich eingelesen über ihr Land mit dem Standardwerk. Deutschland schafft sich ab. Aus österreichischer Sicht eigentlich gar keine schlechte Perspektive. Wenn ich an die bevorstehende Fußball-Euro-Quali denke, dann sind wir wenigstens dann Vierter hinter Aserbaidschan. Ne? Aber ich habe mich auch mit ihrem Idiom beschäftigt, sehr intensiv. Idiom, man muss mit Fremdwörtern ein bisschen vorsichtig sein in einem Land, das bei der PISA-Studie so wie Sie abschneidet. Aber deswegen bin ja ich jetzt da, um zu helfen. Und man sagt ja im Allgemeinen, Österreicher und Deutsche hätten dieselbe Sprache. Stimmt nicht ganz, hängt auch mit der PISA-Studie zusammen. Sie sagen zum Beispiel, ich ging in Deutschland zur Schule. Wir sagen, ich ging in Wien in die Schule. Vielleicht macht das den Unterschied, dass wir auch reingehen. Ne? Ja? Probieren Sie das mal. Und was noch? Was mir noch so gut gefällt, in Deutschland ist alles so politisch korrekt. Zum Beispiel Ihre Kanzlerin. Ein politisch korrektes Modell. Eine Frau aus dem Osten. Aber nicht zu Ende gedacht. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Frau aus dem Osten im Rollstuhl? Vielleicht mit einem Nigerianer als Freund. Weil ihr Mann bleibt ohnehin immer im Dunkeln. Ne? Aber Sie können zufrieden sein mit dieser Regierung. Wir haben ja eine große Koalition. Sie erinnern sich vielleicht noch. Sie wissen, was das bedeutet. Aufbruch, Veränderung, Dynamik. Jeder Job mit zwei Idioten besetzt. Und es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, was die Politik betrifft. In Österreich weiß 90% der Bevölkerung nicht, wer unser Außenminister ist. Warum? Weil es wurscht ist. Sie wissen, wer es ist, wie er aussieht und was er sagt. Das ist ein kleiner Nachteil. Aber ich habe auch Ihre Hymne gelernt, von einem Österreicher komponiert. Im Übrigen wie die DDR-Hymne, also alles muss man euch machen scheinbar. Aber wir machen das sehr, sehr gerne. Und Sie können froh sein, dass ich zu Ihnen komme, weil Deutschland stirbt ja aus. Ich habe es gelesen im Spiegel. Jährlich verschwinden 200.000 Deutsche. Eine Stadt wie Mönchengladbach, jetzt werden einige sagen, ja, scheiß auf Mönchengladbach. Ich sage dazu sachlich ja, aber so einfach dürfen wir uns das nicht machen. Was wird dann mit den Geisterstädten passieren? Werden die dann besiedelt mit Chinesen oder Inder? Und sind dann die wenigen verbleibenden Deutschen sowas wie die Panda-Bären? Sie wissen, das sind diese Bären, die nur mehr fressen und sich nicht mehr vermehren. Ich glaube, das Bild stimmt. Und aber einen Vorteil hätte die Besiedlung der deutschen Geisterstädte mit Chinesen in jedem Fall. Aufgrund des Speiseplans der Chinesen wären wir endlich die Hundescheiße-Plage auf den Trottoirs los, oder?